3 Tage, 2000 junge Sportler, 25 Nationen, 11 Sportarten. Das sind die Zahlen zu einem der größten Jugendsport-Events Europas, dem World Sports Festival. Vom 23. bis 26. Juni haben die Olympiasieger und Weltmeister von morgen ihr Können in den Sportstätten Niederösterreichs und Wiens unter Beweis gestellt. World Sports Festival klingt groß, ist es auch. Es sind sozusagen kleine olympische Spiele für die Stars von morgen, die heute schon kräftig Gas geben. Wie war das Gefühl beim letzten Touchdown? Den hast ja du gemacht. Es war sehr gut. Wir haben gut gespielt und das war mein Traumspiel. Sie haben gut gespielt und wir haben gut gespielt. Es war gut. Im Motto der Veranstaltung steckt bereits ihr Sinn. Sports for a better world. Junge Sportler, die jenseits von Grenzen und Hautfarbe fair miteinander umgehen. All ihre Jungs haben Respekt auf dem Leibchen stehen. Wie wichtig ist ihnen denn das? Fußball ist Schule. Und ich muss alle Leute Respekt vor alle Leute. Warum? Warum? Das ist Sport. Und Sport ist Schule, oder? Warum ist alle, habe ich hier Respekt? Alle Mannschaften haben Respekt. Und gucken Sie, Champions League, alles ist Respekt, oder? Fußball ist andere, Sport ist andere, aber Respekt ist Respekt. Was müsste denn hier passieren, dass Sie am Ende sagen, mein Ziel ist erreicht, es war eine optimale Veranstaltung, ich bin zufrieden? Also ein Traumziel ist einmal eines, dass wir bei den sportlichen Bewerben zwischen den Nationen keinen besonderen Ehrgeiz entwickeln, sondern dass es eher, egal wer gewonnen hat oder verloren hat, sich ganz normal verhalten, dass nicht nur die Nation im Vordergrund steht. Und insgesamt bin ich natürlich der glücklichste Mensch, wenn wir die 2500 Leute nach 3 Tagen gesund nach Hause schicken können, mit schönen Erinnerungen an Niederösterreich und Wien. Auch ehemaligen Weltklasse-Sportlern sind die jungen Athleten ein Anliegen. Sie unterstützen die Veranstaltung, haben sie doch selbst einmal klein angefangen. Also alles, wo mal viele Völker zusammenkommen, ist einmal unheimlich spannend, weil da gibt es einen Austausch, da gibt es ja immer was zu reden, zu fragen, wo kommst du her, man kann was zu tauschen, Pins, Leibchen tauschen. Das ist ein Traum, gerade in dem Alter. Also ich beneide die jungen Leute wirklich darum. Hast du selbst je an so etwas Ähnlichem teilgenommen? Also ich kann mich erinnern, mein erstes international großes Turnier war, wie wir als Studenten zur Universiade gefahren sind, damals in, ich glaube es war Zagreb. Das war sensationell. Da waren halt irgendwie nordkoreanische Gewichtheberinnen daneben und dort wieder andere afrikanische Sportler. Das war ein Schauen und ein Ausquatschen und sich austauschen. Großartig, Weltklasse. Der Sport allgemein hat mich immer begleitet und ist auch noch jetzt ein großer Teil in meinem Leben. Und wenn so viele internationale Sportlerinnen und Sportler am Bewegen sind, dann bin ich natürlich gern dabei und unterstütze diese Sache. Spaß haben und Top-Leistungen zeigen, aber fair. Schon beim Eintritt in den Spitzensport soll den Jugendlichen klargemacht werden, Doping ist keine Lösung. Wer dopt, ist schwach, wer dopt, ist dumm. Dopen ist kein Spaß und hauptsächlich geht es um den Spaß an der Bewegung. Das gemeinsam zu tun und der Sieg muss nicht unbedingt im Fokus stehen. Das hier, diese Spiele, beweisen das am besten. Für die jungen Sportler ist das Turnier etwas Einmaliges. Gegen gleichaltrige Sportbegeisterte aus der ganzen Welt anzutreten, das erlebt man nicht alle Tage. Ja, super ist, weil wir spielen gegen viele ausländische Mannschaften und lernen sie kennen und so. Also das Turnier ist wirklich toll aufgezogen. Verschiedene Sportarten, du kannst bei der anderen immer zuschauen gehen. Denn manchmal findest du sogar neue Freunde oder solche, die du schon kennst. Wenn du zum Beispiel Volleyballer aus Dornbirn getroffen. Dann haben wir vorher ein bisschen Volleyball gespielt und das hat sehr vielseitig und ist schon gut aufgezogen. Auf dem Platz alles geben, gut und schön. Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, auch das gehört dazu. In der Players Town haben die Mädels und Burschen Gelegenheit zum einander kennenlernen, essen und passiv sporteln. Gänsehautstimmung dann am Abend. Nach einem Tag vor Ausgabung darf hier jeder seinen ganz persönlichen olympischen Moment feiern. Beim Einlauf der Nationen ins Stadion. Die junge Generation zeigt dabei, wie Toleranz funktioniert. Von C wie China, über F wie Färöerinseln bis hin zu Z wie Simbabwe sind sie alle mit dabei. Jeder wird beklatscht, jedem wird zugejubelt. Das World Sports Festival, ein Fest für jeden jungen Athleten und vielleicht ja der Beginn einiger ganz großer Sportlerkarrieren.